Gestern, ich war so richtig im Aufnahmeflow. Ich habe meinen vierten Trainingstag in der Woche, den mit den Deadlifts, richtig geil begleitet. Habe richtig viel dazwischen. Ich war so richtig im Flow. Also es ist nicht jeden Tag so, wenn du YouTube machst, dass du halt richtig Bock hast, Videos zu machen und richtig gute Laune bist. Das merkt man sicherlich auch in den ein oder anderen Videos von mir. Witzigerweise aber, gestern war ich richtig krass gut drauf. Ich habe so ein richtig geiles Video gemacht. Es war richtig guter Flow vorhanden. Ich habe es richtig gefühlt. Ich habe mich richtig gefreut, nach Hause zu kommen und die Aufnahmen zu schneiden und ein richtig geiles Video für Mittwoch daraus zu machen. Aber die SD-Karte sagt nein. Und ich habe jetzt schon versucht, über Recovery und so alles, ich habe alles in meiner Macht Stehende versucht, die Dateien wiederherzustellen. They are gone. They are gone forever. Aber erstmal, was geht ab, YouTube? Pascal zu Bodybuilding. In the building. Und willkommen im neuen Video. Okay. Naja, ein paar Aufnahmen. Ich glaube, vier konnte ich noch retten. Und zwar, weil ich mir die immer aufs Handy schicke, um die auf Instagram zu posten. Und da sehen wir auf jeden Fall hier drüber sehen wir jetzt auf jeden Fall meinen schweren Single von meinem vierten Trainingstag in der Woche im pausierten Deadlift mit 220 Kilo. Technik ist ein bisschen missgrooved. Allerdings muss man auch sagen, nach dem Warm-up, der erste schwere Satz ist dann gleich ein Single. Man ist noch nicht ganz fest in der Technik, also ich wundere mich jetzt nicht darüber. Es ist völlig in Ordnung. Allerdings merkt man, dass ich so, die Pause ist nicht wirklich starr, sondern ich bewege mich leicht wieder runter und ich möchte sie wirklich starr halten. Und dann habe ich mich auch noch fast nach hinten umgeworfen. Aber ist kein Ding. Also der Single lief richtig gut. Krafttechnisch war der richtig gut da. Hookgrip-technisch, was für mich ja auch nochmal wirklich wichtig ist, lief das auch richtig geil. Danach ein 3x3 mit 205 Kilo. Da habe ich dann natürlich mehr Möglichkeit, um die Technik noch zu verbessern. Und da sieht man dann auch, wie wirklich gut ich die Technik hinbekomme. Und hier sieht man auch nochmal, da ja immer viele sagen, Pascal, wieso hebst du eigentlich nicht Zoom oder so? Also wenn mein Körper nicht prone ist, dafür Conventional zu heben, dann weiß ich nicht, wessen Körper das sein soll. Ich habe quasi die perfekten Proportionen dafür. Naja, sie sind nicht perfekt, aber sie sind sehr gut. Und so ein Ad-Cone-Deadlift oder so, schön und gut. Aber ich habe einfach jetzt auch nicht die Zeit, meinen Deadlift-Stance zu ändern und das einzuarbeiten, so in Anführungsstrichen kurz vor den Worlds und dann nicht zu wissen, ob ich dann stärker sein kann oder nicht. Dementsprechend halte ich lieber an meinem jetzigen fest, denn mein Deadlift ist nicht schwach. Er ist aber auch nicht übermenschlich so. Mein derzeitiges PR ist 275 Kilo und ich möchte auf jeden Fall an die 300 kommen, noch in diesem Jahr. Okay, und nach den pausierten Deadlifts mache ich noch Snatch Grip Deadlifts für ein 3x6 hier mit 180 Kilo. Die waren schon ziemlich schwer, ich habe vorher ein bisschen weniger gemacht, aber das war mir dann zu leicht und dann dachte ich mir, fuck, ich will RP8, also nehme ich 180 und das war dann ein bisschen schwer. Naja, egal, auf jeden Fall habe ich Todesmuskelkater. Die Übung ist wirklich krass fordernd, aber ich finde auch eine der besten Übungen, um irgendwie den Deadlift zu supplementieren. Einfach weil du die Range of Motion verlängerst und gleichzeitig auch die Stabilität im oberen Rücken und das gerade Bleiben im Rücken halt wirklich forcieren musst. Ansonsten merkst du das wirklich schnell bei der Übung. Naja, gefällt mir sehr gut, finde ich, ist eine richtig geile Übung. Und danach mache ich noch Close Grip Bench und dann bin ich mit dem Trainingstag 4 der Woche durch, mit noch ein bisschen Kleinkram hinterher, ihr wisst. Ja, okay, ist auf jeden Fall Montag und heute beginnt meine zweite Trainingswoche. Ich muss ein 6x6 beugen mit 182,5 und ein 6x3 drücken mit 130 Kilo. Ich habe Bock, ich bin aber auch kaputt. Geile Kombination. Und draußen liegt auch immer noch Schnee. Ja, ich muss sagen, dieser Deadlift-Tag, weil ich habe ja noch nicht so viel gedeadliftet im letzten Zyklus, der hat mich halt echt ermüdet. Finde ich aber gut. Und vor allem bin ich auch glücklich darüber, dass der Hook Grip so reinhaut und so gut funktioniert. Und man sieht auch durch die Bewegung, wenn man das mal vergleicht, wie viel besser mein Deadlift eben im Hookgrip ist. Also das Umgreifen hat nicht nur den Vorteil dadurch, oder der Kreuzgriff hat nicht nur den Nachteil, dass er eben ein unsymmetrisches Heben ist oder so, sondern bei mir sieht man das besonders doll, durch den Hookgrip verkürze ich auch noch den Weg, den ich mit der Stange zurücklegen muss einfach, weil ich nicht über Kreuz greife und so nicht meine Schulter nach oben drehe. Was sehr geil ist und es fühlt sich unglaublich gut an. Also ich bin echt gespannt, ein bisschen Gewicht drauf zu ballern, wenn ich soweit bin, weil mein Coach sagt, ich bin soweit. Dann mal sehen, was dann geht. Egal, wir gehen jetzt ins Gym und ballern die Reps raus. Und vorher schaue ich nochmal bei Mediamarkt oder Saturn oder so vorbei, um mir einen ND-Filter zu holen. Denn Goku Fitness hat mich darauf hingewiesen, dass ich einen ND-Filter auf meine Kamera tun sollte, damit ich nicht immer so überlichtet bin. Okay, dann machen wir, was Goku sagt. Minimum wage, I remember them days. Digital clocks, see what it physically say. Now we sipping this paint, uplifted the rank.
I pull out 30K when I dip in the bank. Oh, what a beautiful day. The day that my shooters get paid. Pay them the chew off your face. Think that I'm truly insane. Lately been losing my faith. Look what I do for the game. They did like two. Der Moment, wenn du nicht aufmerksam genug gewesen bist und grüne Socken. Grüne Supersonic Socken zu deinen roten SPDs anziehst. We gotta move this way. Crackers been tracking the chat. That's how they knew to play. Young nigga too impatient, too impatient to move the yay. Type in this government. Okay, ich hab den ganzen K-Chest ein Stück nach vorne gezogen, damit ich nicht wieder in dieser Kuhle beugen muss. Warm-up-Gewicht ist drauf und schon im ersten Warm-up-Satz fällt einem meistens ganz gut auf, wie der Tag werden wird. Weil du daran erkennst, also mit verhältnismäßig wenig Gewicht, wie gut kommst du durch die Bewegung, ohne dass irgendwie, ah, da zieht noch was, da tut noch was weh. Und heute unglaublich beschwerdefrei, also das ist echt ein gutes Zeichen. Ja, 6x6, 182,5 Kilo. Ich muss jetzt ein bisschen am Maul halten, um in den Groove zu kommen. Also, let's hit it. I've been so low-key, I know you've been looking for me, niggas who are down, I feel. Ich beuge richtig gerne im Cage, denn das Gute hier ist im Grunde, dass diese kleinen, oder dass diese Hooks hier, auf denen die Stange liegt, relativ kurz sind und auch nicht hoch zu überwinden. Das heißt, ich kann wirklich das Gewicht rausheben und muss nur minimal nach hinten gehen, um in der richtigen Beugeposition zu stehen. Und das Geile dann ist eben, dass ich schon, wenn ich, bevor ich die Stange raushebe, quasi eine gute Fußposition einnehmen kann, die Stange raushebe und nur mit dem linken und mit dem rechten Fuß einen Schritt jeweils nach hinten machen, klein, und nicht mehr viel korrigieren muss. Wenn ich in den anderen Racks beuge, muss ich in der Regel ein bisschen weiter rausgehen und brauche noch einen dritten Schritt, oder zumindest brauche ich mehr Raum, um meine Füße anzupassen. Und das kostet einfach ein bisschen Energie. Es ist jetzt nicht so super wild, allerdings ist es halt angenehmer, wenn man das schon tun hat. I'm switching on me, I had to get it by my lonely, cause tomorrow ain't promised. No it ain't, so we gon' get it all today. Tomorrow ain't promised to you. No it ain't, so we gon' find a way, cause tomorrow ain't promised. You can bet it, life's a bitch. Shit'll make you lose your mind three times if you let it. All I need is a chick and everything else I could check. No matter how real, it's hard to get everyone to respect. Razor blades stay dirty as a team. Rock runner with a 30 in the beam. Flash it so you can see him. 16 out the mud, I'm a man now. 16, but I buy groceries for my granny house. Niggas dying every day, what do we do about a nigga making. Also interessanterweise sind die jetzt krafttechnisch nicht so das Problem. Aber irgendwie bin ich koordinativ heute ein Lauch. Es zieht mich irgendwie in alle Richtungen, nach vorne, nach hinten, zur Seite, keine Ahnung. Ich gucke mir die Raps ja immer hier auf Video noch an und sehe halt, dass die echt in Ordnung sind. Bis auf ein kleiner Buttwink hier und da, aber ist schon okay. Aber es ist schon krass, wie das vom Gefühl her halt divergieren kann. Also es sich unterscheidet einfach dein Gefühl zu dem, was du in Wirklichkeit machst. Oder ich habe 4 Sätze durch, noch 2 Sätze, die sollten jetzt easy noch auf die Bank gehen. Und dann benchen wir. Shoot it out. Niggas changing like the weather on a nigga. Ain't too many hoping better for a nigga. Good heart. I'm the type to give my sweater to a nigga. From the start, hope my killers never have a change of heart. You told in the end, but for so long she played the part. You either push dope or get a job and push the cart. Tomorrow ain't promise. I've been so low key. I know you've been looking for me. Niggas who are down, I feel them switching on me. I had to get it by my lonely. Cause tomorrow ain't promised. Okay, das war technisch ultra awkward. Also so beschissen habe ich technisch noch nie gebeugt in letzter Zeit. Ja, dem. Egal, wir sind jetzt damit durch. No it ain't. So we gon' get it all today. Tomorrow ain't. Okay, wir benchen jetzt 130 für 6x3. Also ich bin noch im Warm-up bei 100 Kilo jetzt. Aber ich muss sagen, gerade ist so ein richtiges Flow. Ich bin richtig runtergefallen in meinem Training. So irgendwie energietechnisch gar keinen Bock und Energie gerade. Egal, push through it, das ist das Motto. Und ja, ich habe eigentlich auch richtig Bock, die 130. Wir müssen fliegen. 6x3, let's go. Promise to you, no it ain't. So we gon' find a way, cause tomorrow ain't promised. I know a lot of niggas out here see me falling. They just woran ich momentan verstärkt arbeite, ist halt meinen Griff zu verbessern, sodass ich genau über der Handwurzel bin, in Verlängerung ganz Unterarm. So bekommt ihr einfach einen effizienteren Weg zum Drücken und knickt nicht so mit den Unterarm ab. Dafür versuche ich mir vorzunehmen, wenn ich die Stange greife, quasi im Rotier zu greifen, hier rein, und dann quasi schräg auf meinen Handballen abzulegen. Sodass ich nicht quasi hier greife und dann abknicken könnte in meiner Mittelhand, sondern über dem Handballen in Verlängerung zum Unterarm. Hast du gehört? Runddrücken. Ich hab gehört. Kannst du einmal vormachen, bitte? Wenn mein Onkel jetzt da wäre, ne? Wir würden so hart vormachen. Naja, so, oder? Ja.
Na, Chris? Das sieht gut aus. Wie ihr seht hier, ist ungefähr seine Handwurzel da drunter und da drauf liegt die Stange. Greif mal falsch, also weiter vorne. Genau. Und jetzt könntest du ziemlich hart abknicken mit deinem Handgelenk halt. Genau. Alter. Ja, das ist zu viel. Geil. Perfektes Underground-Basement-Musik. Ja. Okay, damit es mir mit dem Handgelenk noch ein bisschen besser gelingt und ich noch weniger abknicke, unterstütze ich immer noch mit den SPD-Handgelenksbandagen. Ich habe keine Ahnung, welche das genau sind. Es gibt ja so hart und weich. Sind auf jeden Fall sau hart, aber ich kenne das Modell einfach nicht mehr. Tyson hat sie mir mal geschenkt. Aber im Zweifelsfall würde ich länger und härter bevorzugen. In case. Hast du dir gerade was Hartes, Langes ins Gesicht geschlagen, Pascal? Hast du das? Okay, wenn man das mit dem Griff verstanden hat, warum es wichtig ist, über der Handwurzel zu sein, eine Verlängerung zum Unterarm, dann wird auch relativ schnell deutlich, warum es idiotisch ist, einen daumenlosen Griff beim Bankdrücken zu benutzen, also den sogenannten Suicide Grip. Erstmal kommt man eben aus diesem perfekten Punkt raus, weil wenn man sie hier hält, fällt die Stange sofort raus. Das heißt, du musst weiter am Handgelenk oder auf der Hand greifen und knickst so mehr dein Handgelenk ab. Also es ist nicht nur dumm, weil es gefährlich ist, sondern auch, weil es super ineffizient fürs Bankdrücken ist. Also es ist all around stupid. Just saying. Hating on a fella, if you let me call it. Don't waste time, cause it's life, you can't pause it. I'm having dreams about my nigga, cause I can't call him. If you a boss, you know the deal when you take losses. When you in the spotlight, you gotta stay cautious. Every day my mom got a call from the office. If you don't hustle, you don't eat, that's what my granny taught me. I'm busting down with my brother, cause he starred with me. Your bitch on my linger, yeah, I tell her, talk to me. When you're down on your knees, you can't call many. They call me Easy Layup, all I do is talk money. To live in Hollywood cost me a saw 20. Ask her what's the counter, tell her bring it out to me. The little weight that you carried on the mount to me. Tell him bring the drama, street snowed, I got shots with me. I've been so low key. I know you've been looking for me. Niggas who are down, I feel them switching on me. I had to get it by my lonely. Yes, Sir. 130 im 603 auf die Bank getan. Und die waren sogar echt gut. Technisch gut, energietechnisch gut. Ein, zwei Raps waren missgroovt, aber das passiert halt mal. Aber das Ziel sollte sein, dass ich alle diese Videoaufnahmen übereinander legen kann. Und du glauben würdest, es wäre aus sechs verschiedenen Perspektiven aufgenommen. Dabei waren es sechs verschiedene Sätze. Kirit? Ich mache jetzt noch ein paar Presses mit den hässlichen Handlines. Also noch mehr Pressvolumen. Tomorrow ain't promised. No, it ain't. So we gon' get it all today. Tomorrow ain't promised to you. No, it ain't. So we gon' find a way. Cause tomorrow ain't promised. Okay, die letzte Assistance-Übung für heute sind die Chest-Supported Rows, a.k.a. C-Rows, a.k.a. Bankziehen, a.k.a. ziehst hoch mit der Brust auf irgendwas drauf. Und ja, ich bin froh, sie wieder drin zu haben, denn ich lusche immer so sehnsüchtig da drauf, die Übung zu machen, aber weil wir die Maschine hier haben, aber ich konnte sie bisher nicht machen, weil sie nicht mein Plan war. Egal, jetzt darf ich sie machen. Training insgesamt, Ultra Premium, fühlt sich richtig gut an. Pump ist gerade auch hart da. Let's go, so soll's sein. Whoa. Yes. I be grinding, scraping, and rental riding. I act broke, you act rich, we both lying. I be grinding, scraping, and rental riding. I act broke, you act rich, we both lying.